Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wenn ihr Platz braucht mit eurer Familie, ihr seid vielleicht 5 Personen oder ihr seid sogar zu 6 und habt vielleicht sogar noch einen Hund. Ja, welches E-Auto könnte man da kaufen? ID. Buzz, Model X, ein Van, ja, wer weiß. Aber jetzt gibt es eine Alternative, nämlich den Kia hier, der Kia EV9. Also wenn ich jetzt davor stehe, ich habe das Gefühl, ich bin irgendwie im Lilliputland, weil der Wagen ist so groß, zumindest wirkt der so riesig, wenn man davor steht. Es ist unfassbar, 2 Meter breit, 5 Meter lang und Platzangebot für bis zu 7 Personen. Also das hier ist jetzt die GT-Line, die hat 6 Sitze, also da passen halt 6 Leute rein und noch ein Kofferraum, der wirklich brauchbar ist. Also ja, das ist wahnsinnig interessant. Natürlich ist das kein Auto für jedermann. Da muss man schon den Use Case entsprechend abdecken, sonst macht so ein Riesenwagen, vor allem in der Stadt, auch gar keinen Sinn. Aber der Wagen soll sehr effizient sein für seine Größe, hat einen 100 Kilowattstunden Akku, kommt damit bis zu 500 und ein paar zerquetschte Kilometer nach WLTP. Das schauen wir uns heute natürlich an. Das heißt, wir fahren wieder auf meine Autobahnstrecke, 130 Kilometer bei deutscher Reisegeschwindigkeit, nämlich Tempo 130. Und wir schauen uns den Nutzwert an, das Platzangebot, die Alltagstauglichkeit und wie es ist, mit so einem Wagen durch die Stadt zu fahren. Ja, das wird ein sehr spannender Test, also bleibt unbedingt dran. Solange der Vorrat reicht, gibt es bei Shopford Tesla jetzt noch einen weiteren Rabatt, nämlich 15 Euro auf die nächste Bestellung bei einem Mindestbestellwert von 150 Euro. Den Code findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und das Tolle ist, ihr könnt beide Rabattcodes miteinander verbinden und so sogar doppelt profitieren. Leute, ihr wisst ja, wahre Größe kommt von innen und so ist es irgendwie auch im Kia EV9. Der ist zwar außen schon sehr groß, aber hier innen der Innenraum, also der kommt einem fast noch größer vor als die Abmessungen des Autos. Also nicht nur, dass wir hier 6 Plätze haben, vollwertige Plätze, auch die 2 hinten. Man kann die Sitze, auch die 2. Sitzreihe nach vorne schieben, sodass auch überall genug Beinfreiheit ist, selbst für große Erwachsene. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier für ein Platz ist. Und Kia hat sich nicht nur beim Platzbedarf einiges ausgedacht, sondern auch in der ganzen Funktionalität, gerade auch für die rückwärtigen Passagiere. Was da alles möglich ist, das ist schon ziemlich faszinierend und ja, relativ einzigartig. Auf jeden Fall ist es sehr gut durchdacht. Und naja, der Wagen, der soll natürlich so einen gewissen Premium-Anspruch erfüllen. Ich muss aber sagen, so vom Innenraum, wenn man hier einsteigt, es wirkt alles durchaus hochwertig, muss ich sagen. Es ist aber nicht so, dass man das Gefühl hat, jetzt hier in so ein Luxusauto einzusteigen. Dazu ist das Ganze doch relativ nüchtern gestaltet und hauptsächlich eben auch funktional. Und obwohl es ja ein E-Auto ist auf einer reinen E-Plattform, die eGMP-Plattform von Kia, da sind hier sehr viele Knöpfe. Das wird einem vor allem sehr bewusst, wenn man im Dunkeln fährt und diese ganzen Schalter hier alle beleuchtet sind. Ich habe hier gezählt, im Dunkeln sind hier 26 Schaltflächen, die beleuchtet sind, auf die man irgendwie draufdrücken kann. Sei es jetzt Fensterheber, Spiegelsteuerung, Sitzsteuerung, Heizung, Belüftung, Ladeklappe öffnen, Motorhaube öffnen, hier die ganze Klimatisierung und dann zusätzlich diese eingelassenen Schaltflächen hier im Armaturenbrett. Also jede Menge Knöpfe, sodass man doch irgendwie so ein bisschen ins Schwitzen kommt, wenn man sich damit jetzt nicht wirklich auskennt und das erste Mal in dieses Auto steigt. Es ist schon doch was ganz anderes als in vielen puristischen Autos. Also Beispiel zuletzt gefahren der Volvo EX30, wo es ja außer Mitteldisplay so gut wie gar nichts gab an Knöpfen. Und auch hier auf dem Lenkrad ist jede Menge los. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 8 Knöpfe, 2 Scrollräder, 2 Schaltwippen und hier unten nochmal 2 Knöpfe für Drive Mode und Terrain Mode. Ja, jede Menge, sage ich nur. Und natürlich ein Ein-Aus-Schalter. Und der ist irgendwie nicht hier im Armaturenbrett, sondern der ist hier an diesem, ja, Lenkstockhebel. Da, wo man auch so ein bisschen wie bei VW mit so Drehbewegungen Vorwärts- und Rückwärtsgang einschaltet. Und hier auf diesem Hebel ist der Ein-Aus-Schalter. Ja, man muss einschalten, sonst kann man nicht fahren. Und man muss auch ausschalten, sonst piept er beim Aussteigen. Das haben die Koreaner halt irgendwie noch nicht verinnerlicht, dass man eigentlich beim Elektroauto das gar nicht müsste. Er könnte sich auch von selber ein- und ausschalten. Andere Hersteller schaffen es doch auch. Die Materialien im EV9 sind alles Kunststoffe. Einiges davon soll recycelt sein oder auch nachhaltig. Die ganzen Sitze sind in so einer Lederoptik. Das ist aber kein echtes Leder. Das fühlt sich auch nach Kunststoff an, muss ich sagen. Also alles sehr, sehr glatt. Sehen aber sehr schick aus, sind sehr bequem, wie gesagt, beheizt und belüftet, also
alles, was man sich wünschen kann und auch Massagefunktion natürlich. Man hat auch eine Unterschenkelauflage. Auch die beiden Displays, 12,3 Zoll, lassen keine Wünsche offen. Überhaupt knackscharf, super Kontraste. Auch sehr schnell, sehr flüssig das ganze System, da gibt es nichts zu meckern. Es gibt aber irgendwie zwei Designschwächen hier bei dieser ganzen Bedienung. Ich habe ja gerade gesagt, es sind zwei Displays. Nein, das stimmt gar nicht. Es sind nämlich drei Displays. Und zwar in der Mitte zwischen diesen beiden großen Displays ist noch ein kleines Display für die Klimatisierung. Und da frage ich mich wirklich, was den Entwicklern da eingefallen ist. Weil dieses Display ist von der Fahrerseite her im Prinzip nicht zu sehen. Weil entweder ist das Lenkrad davor oder noch zusätzlich die Hand. Und so, wenn ich so fahre, ich kann dieses Display nicht sehen. Das ist überhaupt nicht vorhanden für mich. Und wenn ich was bei der Klimatisierung sehen will, muss ich mich hier hinbeugen. Und das will man doch während der Fahrt mit Sicherheit nicht machen. Einziger positiver Aspekt ist, hier ist ein kleines Plus-Symbol. Das sehe ich von hier aus noch. Da kann ich drauf drücken und dann kommt hier meine gesamte Klimatisierung. Das ist immerhin okay. Dann zweiter Designschwachpunkt sind diese eingelassenen Tasten hier im Armaturenbrett. Das soll ja cool wirken, also sie sind im Prinzip unsichtbar und wenn der Wagen aus ist, dann sieht man sie gar nicht. Wenn der Wagen an ist, dann sind sie so leicht beleuchtet und das ist auch so ein bisschen der Schwachpunkt. Sie sind leicht beleuchtet und jetzt fällt die Sonne hier drauf und von meinem Gesichtspunkt aus sind die Tasten so gut wie nicht zu erkennen. Also auch die Schrift, die kann man nicht sehen, weil einfach das Sonnenlicht, was hier reflektiert wird von dieser zwar matten Oberfläche, aber irgendwie ist sie nur so seidenmatt und reflektiert halt doch sehr stark das Sonnenlicht. Man kann es nicht lesen. Ja, was haben wir noch hier vorne, bevor wir gleich zu den hinteren Bänken kommen? Also jede Menge Ablage. Hier ist ein Riesenfach, was relativ offen ist. Das macht das Ganze auch sehr schön offen, den ganzen Innenraum hier vorne. Dann so eine Art Rollo hier, wie so ein Aktenschrank. Und hier sind zwei riesen Cupholder. Ich weiß nicht, was da für Tassen rein sollen. Dann haben wir hier noch ein Fach, ganz klein. Da passen ein paar Ladekarten rein oder Schlüssel. Hier ist eine induktive Ladeschale fürs Handy, die bei meinem Handy komischerweise jetzt funktioniert. Ah, das erste Mal, dass sie funktioniert. Wenn man die Motorhaube öffnen will, die wirklich riesig ist und der Witz ist, warum will man sie öffnen? Ganz klar, darunter verbirgt sich nämlich ein Frunk, der hat ganze 52 Liter. Da gibt es hier eine Taste für, muss man zweimal drauf drücken, dann geht die Motorhaube auf. Und die hat auch Haubenlifter, man muss da nicht extra noch was entriegeln, sehr praktisch. Also muss man nur zweimal drauf drücken, Motorhaube aufmachen und man kommt an den Frunk ran. Bei so einem großen Auto, da erwartet man jetzt natürlich auch Entsprechendes vom Kofferraum. Aber natürlich mit den 6 Sitzen ist es erstmal gar nicht so groß. Ich meine, wenn ich die Klappe hier öffne, dann sehen wir hier einen Kofferraum von 332 Liter, also gutes Smart Hashtag One Niveau. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Wir haben natürlich hier unten noch ein Fach. Da ist jetzt hier eine Kofferraumabdeckung drin, da passt Warndreieck rein und irgendwie so ein Abschlepphaken. Viel mehr ist nicht. Aber die zwei Sitze, die hier verbaut sind, die hinteren zwei, die übrigens immer drin sind, also die kann man auch nicht rausnehmen, die kann man aber elektrisch umklappen. Dafür gibt es hier zwei Taster. Da drückt man drauf. Ja, und dann muss man ein bisschen warten und die klappen sich dann von alleine um. Und schon ist der Kofferraum ja mehr als doppelt so groß. Und wenn ich jetzt auch noch die anderen beiden Sitze umklappe, das geht aber nur mechanisch, auch mit zwei Tasten drücken, dann habe ich hier 2400 Liter, ja fast ja über 2 Meter Länge und ich kann mich hier auch sogar reinlegen. Boah, wenn ich jetzt hier eine Matratze hätte, dann könnte ich hier drin pennen, überhaupt kein Problem. Also das ist schon mal abgehakt, das Thema. Und das Thema Hund hier mit Myla. Ja, ich meine, das ist natürlich bei so einer Fläche überhaupt gar kein Problem. Die Frage ist jetzt, passt sie auch in die 330 Liter, wenn alle Sitze hochgeklappt sind? Und das probieren wir jetzt mal aus. Dazu kann ich die auch elektronisch wieder hochfahren. Allerdings die vorderen Sitze, die muss ich von Hand umklappen, leider. Ja, und die Kopfstützen muss ich auch von Hand wieder hochklappen. So, Myla, jetzt bist du dran. Komm her. Jetzt müssen wir dich da mal reinwuchten irgendwie, ne? So, na, siehst du glücklich aus, Myla? Also die Fläche, die passt und ich glaube, die Höhe, die passt auch.
Wenn wir jetzt mal die Klappe zumachen, dann gucken wir uns das mal an. Kopf weg. Ja, also wirklich locker, dadurch, dass das so steil ist und auch so riesig hoch, hat der Hund da echt viel Platz. Und jetzt schauen wir mal, wie es von innen aussieht. So, jetzt muss ich erstmal in die zweite Reihe klettern hier. Na, Myla, wie sieht's aus da hinten? Ganz gut, oder? Ja. Da kannst du dich ja sogar hinlegen und drehen. Perfekt. Ja, also ich würde sagen, Hundetest ist wirklich überhaupt gar kein Problem hier beim EV9. Das ist ja sowas von großzügig. Ne? Hat dir auch gefallen, oder? Ja, Klappe zu. Ja. Und auch für die hinteren Passagiere. Also ich muss sagen, ich sitze jetzt quasi hinter mir, wie ich hier in der zweiten Reihe gesessen habe. Okay. Und es ist absolut genug Beinfreiheit. Auch die Füße passen unter den Sitz. Hier ist auch nochmal riesen Cupholder. Ich kann den Sitz hier hinten sogar neigen. Also ich muss echt sagen, wirklich gut gemacht. Hier ist auch nochmal Lüftungsklappen, die man verstellen kann für die Belüftung. Hier kann man sogar in der dritten Reihe als Erwachsener längere Strecken fahren. Leute, der Wagen ist von vorne bis hinten für die Passagiere extrem gut durchdacht. Und das gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Und jetzt Klappe zu, jetzt geht's los. So, jetzt hat es natürlich wieder ein bisschen angefangen zu nieseln. Mal sehen, wie das jetzt während der Testfahrt wird. Wir starten also. Wir haben noch 81% im Akku, angezeigt wird 305 Kilometer Restreichweite. Das klingt gar nicht so unrealistisch, denn diese Reichweitenanzeige ist auch berechnet. Das heißt, das ist nicht irgendwie nur so eine Standardanzeige, sondern sie richtet sich nach der letzten Fahrweise. Und dieser Wagen ist zuletzt eben hauptsächlich auf der Autobahn bewegt worden. Und jetzt fahren wir mal los. Mal sehen, ob ich überhaupt rauskomme. Nee, das schaffe ich nicht. Also mit einem Rutsch hier aus meiner Einfahrt unmöglich mit diesem Auto. Obwohl der Wendekreis mit 12,40 Meter gar nicht mal so groß ist. Das ist so ein bisschen so wie beim Model Y, vielleicht ein bisschen größer noch, aber für so ein 5-Meter-Schiff geht's eigentlich noch. Aber auf der Stelle wenden, das ist hier natürlich nicht drin. Ja, wir müssen heute einen kleinen Umweg fahren, weil die Strecke hier nach rechts gesperrt ist. Da werden gerade irgendwie neue Wasserleitungen verlegt, deswegen muss ich hier links rumfahren. Das heißt, die Strecke wird heute ein bisschen länger als 130 Kilometer. Ich würde mal sagen, vielleicht 2 oder 3 Kilometer länger. Muss ich einmal hier die 30er-Zone in die andere Richtung fahren, bis zur Autobahn. Das ist aber nicht schlimm. Was auf jeden Fall auffällt, ist das Fahrgeräusch bis Tempo 30 ungefähr. Da hört man dann so einen künstlichen Motorsound auch im Innenraum. Das finde ich immer irgendwie unnötig. Man kann hier sogar auch noch extra Sound einstellen. Einen besonders betonten künstlichen Motorsound habe ich natürlich jetzt hier ausgestellt. Aber das ist immer so ein bisschen unnötig, finde ich. Gerade im Innenraum. Nach außen ist ja okay. Ja, und natürlich gibt es hier wieder jede Menge Gepiepe und Gewimmel. Das liegt hauptsächlich eben auch an der Geschwindigkeitserkennung und Geschwindigkeitswarnung beim Überschreiten des Tempolimits. Jetzt ist hier 30 km/h und ab 31 km/h fängt er dann an zu bimmeln. Das ist ja leider EU-Vorschrift jetzt bei neuen Autos und es ist wirklich, finde ich, total nervig. Also 1 km/h drüber und schon geht's los. Also das schafft man fast gar nicht im normalen Alltag. Und das Schlimme ist, man kann es zwar abstellen, aber das ist hier so verschachtelt im Menü. Also ich glaube, die dritte Unterebene, da muss man hier auf Setup gehen, dann muss man auf Fahrzeug gehen, dann muss man auf Fahrassistenz gehen. Ja, Fahrassistenz. Dann muss man hier auf Tempolimit gehen und dann hier kann man es ausschalten. Also ich weiß wirklich nicht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und jetzt bitte nicht zu sagen, ja, warum fährst du auch 1 km/h zu schnell? Leute, man schafft es nicht. Man kann nicht konstant Strich Null die Geschwindigkeitsbegrenzung fahren. Das schafft man einfach nicht. Schön beim EV9 ist, dass er eben auch Schaltpedals hat für die Rekuperation. Und man kann dann bei der höchsten Stufe auf dieses iPedal stellen. Und dann rekuperiert er wirklich sehr straff bis zum Stillstand. Gefällt mir ausgezeichnet und man kann es wirklich fein dosieren mit den Pedals.
in 4 Stufen dann mit dem iPaddle zusammen. Und auch hier im Infotainment-System kann man irgendwo einstellen, wie stark die Rekuperation dann sein soll. Also das gefällt mir richtig gut und die Software von Kia bedient sich eigentlich auch ja, sehr flüssig und relativ intuitiv. Wenn auch die Verschachtelung hier in den Untermenüs teilweise echt zu extrem ist, also 3., 4. Ebene, dahin zu kommen, ist teilweise echt ein bisschen schwierig. Wir fahren die Strecke heute im Normalmodus. Gibt auch noch Eco und Sport und auch individuell. Aber ich lasse es mal im Normal. Ich glaube, das wird der Standardfall sein. Und wir haben es jetzt 8 Grad, also im April ist es halt immer noch kühl. Und wie gesagt, das Wetter, ihr seht es auch an den Wolken draußen. Es wird wahrscheinlich wieder ziemlich regnen unterwegs. Momentan hat es aufgehört, aber die Straßen sind natürlich nass. Ich habe den Wagen jetzt ja schon so ein paar Tage im Stadtverkehr bewegt hier in Bremen und das ist wirklich interessant. Man braucht ein bisschen, um sich an die Größe zu gewöhnen, also hauptsächlich auch an die Höhe, weil ich finde, man sitzt hier extrem hoch, also viel höher als in anderen SUVs, finde ich. Also es kommt mir zumindest so vor und der Wagen ist ja auch gigantisch. Und wenn man an Leuten vorbeifährt und sie den Wagen das erste Mal sehen, dann sieht man richtig an der Reaktion, dass die sich erschrecken wegen dieses großen Autos. Hauptsächlich, weil der auch so senkrecht nach oben ragt. Ne? Also von der Grundfläche ist er auch nicht größer als mein Model S, aber dieser große Aufbau mit der Höhe, das ist schon beeindruckend und da kann man sich echt dann wirklich erschrecken. So, jetzt geht's gleich auf die Autobahn. Wir sind diesmal etwas andersrum gefahren. Ganze, ja, 3 Kilometer hat der Umweg gedauert. Tempo 30 Zone. Aber jetzt geht es gleich auf den Zubringer hier. Und wir haben keinen Ampelstart so richtig, aber ich kann euch sagen, die Beschleunigung hier vom EV9 5,3 Sekunden von 0 auf 100, gerade hier in dieser GT-Line mit dem Allrad, das ist extrem schnell. Das war im Prinzip so schnell oder ist im Prinzip so schnell wie mein altes Model S war und fast so schnell wie unser Model Y Long Range ist. Also das ist mit diesem Riesenauto und der wiegt ja 2,6 Tonnen, mit einer Leichtigkeit geht der nach vorne. Also man denkt im Prinzip fast, man fährt hier einen Kleinwagen. So, jetzt haben wir gleich einen Ampelstart. Und Gas, jawohl. Leute, 50. Also, weiß nicht, hat es 2 Sekunden gedauert bis 50? Ich habe es nicht gezählt. Also es war so schnell, 285 Kilowatt. Und 283 Kilowatt, 385 PS und 700 Newtonmeter. Also das macht diesen Wagen so wahnsinnig agil. Es ist wirklich unglaublich. Macht wahnsinnig Spaß, so zu fahren. Aber das machen wir heute natürlich nicht oft, denn wir wollen ja auch gucken, wie die reale Reichweite ist. Aber zügig an der Ampel wegfahren mit so einem Auto, das macht schon Spaß, muss ich einfach zugeben. Fällt auch sofort auf, dass der Wagen extrem ruhig fährt, total leise, auch jetzt bei Tempo 120 Grad. Windgeräusche haben wir nun so gut wie keine, obwohl der Wind brachial von vorne kommt. Wir haben es auch ziemlich windig heute. Also wirklich fantastisch, wie gut der Wagen gedämmt ist. Und er fährt so wahnsinnig komfortabel und ruhig. Man kann ja fast sagen, hier, das ist ja ein Riese, aber es ist ein sanfter Riese. Er fährt extrem angenehm. Ja, bei den Bedingungen bin ich echt mal auf den Verbrauch gespannt. Wir haben jetzt also ziemlichen Wind von vorne und der CW-Wert hier von dem EV9, der soll 0,29 sein, was ja an sich gar nicht so schlecht ist. Aber die Stirnfläche, die ist ja fast 4 Quadratmeter, 2 Meter breit, fast 2 Meter hoch. Also das wird sein Tribut fordern. Und wir liegen jetzt schon jenseits der 30 Kilowattstunden, fahren aber gerade mal 120 und sind gerade erst losgefahren. Aber bin mal gespannt, wie sich das einpendelt. Aber Assistenzsysteme laufen, adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent, alles Kia-typisch, relativ souverän. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass der Wagen auch sehr seitenwindanfällig ist, alleine schon aufgrund der großen Fläche. Aber momentan kommt der Wind von vorne und nicht von der Seite, das heißt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Was mir sehr gut gefällt und was auch wirklich nötig ist bei diesem Wagen, ist hier diese permanente Einblendmöglichkeit für die 3D-Kameraansicht.
also Sicht von oben. Gerade wenn man langsam fährt in der Stadt auf engen Straßen, dann kann man hier so ein bisschen sehen, ob man irgendwo aneckt oder die Felgen möglicherweise touchiert. So, ab jetzt heißt es Feuer frei, Tempomat ist auf 130 gestellt und so wie das hier vor mir aussieht, haben wir vielleicht die Chance, dass es doch trocken bleibt heute. Wir haben hier Ganzjahresreifen drauf, 21 Zöller, also 285er Breite. Ist auch natürlich klar, dass das jetzt nicht besonders förderlich für den Verbrauch ist und wir sind jetzt bei knapp 30 Kilometer Strecke und haben hier 33,8 Kilowattstunden. Leute, das ist schon extrem hoch. Und ich finde es wirklich beeindruckend, wie sanft dieser Kia EV9 fährt. Also auch von der Geräuschkulisse jetzt bei 130. Ne? Es ist extrem leise. Auch von der Größe des Autos kommt es einem vor, als würde man vielleicht, weiß ich nicht, 50, 60 fahren. Die Geschwindigkeit merkt man hier überhaupt nicht. Und er bügelt wirklich alles weg, so Bodenwellen, Unebenheiten, fahrwerktechnisch auf Komfort ausgelegt. Haben sie wirklich gut hingekriegt, die Abstimmung. Einzig die Lenkung, die finde ich persönlich ein bisschen indirekt, muss ich sagen. Ist auch sehr, sehr leichtgängig. Ich weiß nicht, vielleicht kann man das irgendwo im Menü noch einstellen. Ja, scheiße, jetzt fängt es doch an zu regnen. Ich hatte gedacht, ich komme drumherum, aber soll wohl nicht sein. Also wir sind jetzt knapp 50 Kilometer unterwegs und liegen bei 33,7. Also das ist natürlich schon eine ganze Menge. Aber es hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert, wenn wir da unter 30 gelegen hätten. Und bei der Größe des Autos, finde ich, hat er echt ein paar super Features. Also nicht zu vergessen die Steckdose hinten. 230 Volt Steckdose, 16 Ampere, also 3600 Watt kriegt ihr daraus. Dann gibt es natürlich noch einen Vehicle-to-Load-Adapter, den man noch extra an den Anschluss, an den AC-Anschluss anschließen kann. Also schon ein tolles Auto, wirklich gut gemacht. Und da haben sich die Ingenieure wirklich viel Gedanken gemacht, wie man das Reisen mit einer großen Familie so angenehm wie möglich gestaltet. Und so ein 100 Kilowattstunden Akku, also 99,8, um genau zu sein, 96 Kilowattstunden sind davon nutzbar. Das ist auch wirklich Pflicht hier bei diesem Auto, denn natürlich ist es auf Reisen bei über 30 Kilowattstunden dann so, dass der Verbrauch so hoch ist, dass man auch nur um die 350 Kilometer auf der Autobahn kommen wird. Aber das möchte man natürlich auch schon mit so einem Auto. Und dann natürlich wieder schnell laden und mit 800 Volt. Da ist der Kia wieder schnell unterwegs. Ladeleistung aber gar nicht so hoch. Am Anfang hieß es irgendwie 240 kW. Das war aber dann wohl irgendwie ein Druckfehler. In Wirklichkeit sind es dann nur 210 kW in der Spitze. Das testen wir natürlich später noch aus. Soll er aber relativ lange halten. Da sind wir mal gespannt. So, wir sind gleich am Wendepunkt angekommen. Dann fahren wir runter von der Autobahn und drehen um. Und dann geht es zurück. Leider ist der Regen jetzt doch wieder ein bisschen stärker geworden. Aber hinter mir sieht es eigentlich heller aus. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir dann den Wind eher von hinten. Mal sehen, ob das dem Verbrauch dann so ein bisschen förderlich ist. Wir können heute, glaube ich, wieder mal durchfahren. Wir sind jetzt bei 64,4 Kilometer Strecke. Komischerweise sind wir doch eigentlich mehr gefahren, weil wir doch noch einen Umweg fahren mussten. Aber sei es drum, wir haben 31,6 im Moment an Verbrauch im Durchschnitt und haben noch 233 Kilometer Restreichweite. Das heißt, wir sind dann doch relativ exakt, was die Kilometerangaben angeht. Gestartet sind wir mit 305 Kilometer Reichweite. Und bei 64 oder 65 gefahrenen Kilometern kommt das ja fast auf den Kilometer genau hin. Wie gesagt, berechnete Anzeige. Genauso muss das nämlich sein, dass man sich auch ein bisschen drauf verlassen kann. Übrigens hier elektronische Schilderbrücken, Tempo 60. Und gerade stand es noch bei 100 und hat einfach die 60 nicht erkannt. Ne? Also auch in den besten Systemen ist die Schildererkennung auch nicht immer perfekt. Und wenn es dann ständig bimmelt, weil die Geschwindigkeit falsch erkannt wird, ist das schon sehr nervig. Ah, jetzt fängt es wieder an zu schütten hier. Ey, muss das denn sein? Ey, heute ist es auch wieder so ein typisches Wurst-Käse-Szenario. Kennt ihr ja wahrscheinlich, ne? Wurst-Käse, auf Englisch Worst Case. Der Regen hier, es sah doch gerade hell aus. Jetzt ist es hier wieder schwarz. Also irgendwie verstehe ich es nicht. Ja, jetzt haben wir so ein bisschen Seitenwind, das merkt man sofort.
bei der Fläche dieses Autos ist er doch ein bisschen am Tanzen hier. Auch mit dem Spurhalteassistent. Der muss ein bisschen arbeiten jetzt. Und dass der EV9 richtiges Arbeitstier ist, das erkennt man auch an der Anhängerlast. Er hat natürlich eine Anhängerkupplungsoption und er kann 2,5 Tonnen ziehen. Leute, das ist doch mal amtlich. Stützlast 125 Kilo, auch mehr als andere. Das ist auch vernünftig. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man mit so einem 2,5 Tonnen Anhänger hier dann wirklich mal unterwegs ist, also irgendwie einen großen Wohnwagen oder so, also wenn jetzt schon die Verbräuche bei, naja, über 30 sind, gut, ich fahre auch 130 und mit dem Anhänger darf man ja eh nur 80 fahren, also wird sich das wahrscheinlich wieder so ein bisschen annähern, aber ich glaube, da liegen wir dann eher in den 40ern. Aber Leute, könnt ihr mal sehen, was hier Wind von vorne ausmacht bei diesem Auto. Trotz dieses beschissenen Wetters jetzt sinkt der Verbrauch. Wir sind bei 31,8. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade wenig, aber wir sind 2 Kilowattstunden unter dem Verbrauch von der Hinstrecke. Und ich vermute, das liegt hauptsächlich daran, dass wir jetzt Wind von hinten haben und dieser Gegenwind einfach nicht mehr da ist, obwohl wir viel mehr Regen haben und die Fahrbahn jetzt richtig nass ist. Boah, es geht wieder los, es geht wieder los. Ey, ich fass es nicht. Weltuntergang. Oh, ey, Halleluja. Jetzt geht's aber richtig los. Da denkt man immer, schlimmer geht's nicht, aber es geht immer noch schlimmer. Was ist das denn? Wie viele Liter sind das? So, wir sind gleich 100 Kilometer unterwegs. Der Regen hat jetzt zum Glück wieder ein bisschen aufgehört. Wir liegen bei 31,9. Also tatsächlich doch deutlich unter der Hintour bis jetzt. Ach so, die Spitzengeschwindigkeit bin ich euch hier noch schuldig vom EV9. Der fährt nämlich satte 200 km/h Spitze. Ja, mit so einem Ding 200 zu fahren, also sehr lange kann man das dann bestimmt nicht durchhalten. Ich würde mal schätzen 150 Kilometer mit 200 und dann ist hier Schicht im Schacht. Aber man kann. So, 125 Kilometer unterwegs, gleich geht es wieder runter von der Autobahn, dann noch ein bisschen durch die Stadt und dann schauen wir mal zu Hause, wie so der Endstand ist. Ich bin echt mega gespannt. Ja, wir sind wieder da und erstaunlicherweise nach 128,4 Kilometer, obwohl ich ja eigentlich den Umweg gefahren bin. Also scheint der Tacho hier ein bisschen weniger zu zählen als normalerweise. Wir haben am Ende einen Durchschnittsverbrauch von 30,1 Kilowattstunden gehabt. Das ist jetzt tatsächlich deutlich geringer als auf der Hinfahrt. Wir haben noch 160 Kilometer Restreichweite und 44% im Akku. Gekommen sind wir von 81% und mit 305 Kilometer Reichweite sind wir gestartet. Ja, 160 plus, sagen wir mal, 130 sind genau 290. Also haben wir 15 Kilometer Reichweitendifferenz bei der Anzeige hier im Tacho, was, wie ich finde, gar nicht mal so schlecht ist. So, und jetzt müssen wir noch ein bisschen runterfahren, denn ich will natürlich so bei 10% ungefähr am Schnelllader ankommen. Und dann machen wir den Schnellladetest. 210 kW sind versprochen, da bin ich mal gespannt. We'll be right back.
So, Leute, jetzt laden wir hier und wir haben den Akku vorher vorkonditioniert. Das habe ich manuell auch noch gemacht. Wir sind jetzt bei 14%, gestartet bei 8. Und aktuell ist der höchste Wert 196 kW. Kann ja sein, dass sich das noch ein bisschen erhöht, aber mehr als 210 kann der Wagen sowieso nicht. Und das ist so ein Wert, den ich nicht so richtig verstehe, weil die anderen 800 Volt Autos von Kia, die können doch alle viel mehr, also 240 kW. Da weiß ich nicht, warum sie das hier mit diesem 100 Kilowattstunden Akku da so ein bisschen beschränken. Das macht aus meiner Sicht irgendwie keinen Sinn. Aber ansonsten, der Wagen hier, der EV9 von Kia, der hat mich wirklich schwer beeindruckt. Also nicht nur wegen seiner Größe, sondern auch wegen seiner Funktionalität und Praxistauglichkeit. Also wenn ich eine große Familie hätte und das nötige Kleingeld natürlich, also ich glaube, das wäre wirklich der Wagen meiner Wahl. Also wenn ich mir überlege, ID. Buzz oder EV9, ich würde mich wahrscheinlich für den EV9 entscheiden. Der Wagen fährt sich erste Sahne, mega komfortabel, unheimlich ruhig und sanft und ausgeglichen. Hat Werte eines Sportwagens, mehr oder weniger, wenn ich das möchte, zumindest hier die GT-Line-Version. Also da bleiben aus meiner Sicht echt keine Wünsche offen. Verarbeitung ist erstklassig, Fahrwerk ist erstklassig. Ich wüsste nicht, was ich hier groß kritisieren soll. Also die kleinen Designfehler hier mit dem Display für die Klimatisierung oder diese Tasten hier im Armaturenbrett, diese mit diesem haptischen Feedback, die eigentlich recht cool sind, aber eben überhaupt nicht ablesbar im täglichen Gebrauch. Also jetzt auch schon wieder, die Sonne scheint hier rein und ich kann einfach nicht erkennen, was hier steht. Also man kann diese Tasten wirklich nicht wirklich gebrauchen, außer abends. Dann ist es kein Problem. Ja, Apple CarPlay, Android Auto, alles vorhanden. Also Leute, ganz ehrlich, der Wagen hat so viel positive Seiten. Viel Negatives fällt mir da eigentlich gar nicht ein. Größe, ja klar, es ist ein Sechssitzer mit ganz viel Platz. Da ist der Wagen nun mal sehr groß. Verbrauch, ja, natürlich verbraucht er mehr als ein Model 3. Gerade bei der Größe und dieser Stirnfläche, völlig logisch. Und auf der Fahrt hierhin, wo ich quasi die paar Prozent, die ich noch im Akku hatte, was hatte ich, 40%, da bin ich dann runter auf 8% gefahren. Vollgas, immer da, wo es ging, und da lag ich dann so bei 44 Kilowattstunden. Ist auch völlig klar. Könnte besser sein, aber bei dem Formfaktor wüsste ich auch nicht wirklich, wie man das viel besser hinkriegen sollte. So ein Model X verbraucht vielleicht auch 10% weniger, zugegeben. Vielleicht ist es auch ein bisschen effizienter, aber das ist hier schon ein ganz anderer Wagen, muss ich sagen. Aber die vernünftige Wahl beim EV9 wäre tatsächlich eigentlich die Basisversion mit dem Heckantrieb und mit der etwas geringeren Leistung. Dann kann ich halt nur 185 km/h Spitze fahren. Ich habe halt nicht 5,3 Sekunden Beschleunigung, sondern irgendwie nur 4, 5 Sekunden von 0 auf 100. Dafür ist der Wagen deutlich effizienter, mindestens 10% mehr Reichweite. Akku ist dann gleich groß, kostet dann eben auch deutlich weniger, also beginnt dann bei 72,5. Die Version hier, in der ich jetzt sitze, so wie ich sie mir konfiguriert habe, die liegt dann eher so bei 88, also ist doch schon ein ganz anderer Schnack. Und dieses sportliche Fahren mit diesem Riesenschiff, ja, das macht zwar Spaß, aber als Familienvater mit Kind und Kegel im Auto würde man das wahrscheinlich sowieso eh nicht machen im Alltag. Von daher reicht natürlich die Basisversion völlig aus und damit kommt man dann also auch noch weiter. Und als Gesamtfazit vom EV9 kann ich sagen, absolut empfehlenswertes Auto für die, die so einen großen Wagen suchen. Die sollten sich dieses Auto unbedingt mal anschauen und Probe fahren. Also ich habe den Wagen lieb gewonnen in den paar Tagen, wo ich ihn gehabt habe. Und wenn ich dann wieder in mein Model S steige, das habe ich vorhin mal gemacht, dann wirkt es alles auf mich total winzig. Kommt mir vor, als wäre ich da in einem Kleinwagen, obwohl er ja von der Grundfläche eigentlich fast genauso groß ist wie der EV9 hier. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.